erzähle euch jetzt eine Geschichte. Und das ist eine wahre Geschichte. Dieser Stern hier, der ist vor vielen hundert Jahren schon einmal an der Erde vorübergeflogen. Und dieser Stern, der sah in dieser Nacht, es war die heilige Nacht, lauter wundersame Dinge. Er sah einen alten Bären. Oh Mann, dich könnte ich auch mal wieder putzen, was? Jo. Ja, so siehst du fein aus. Das war doch ein Schaf. Das ist wirklich zum Lachen, ne? Aber übersetzen kann ich dir das jetzt nicht. Also, Melchior, beeil dich! Ja. Was schreist du denn so? Meine Füße tun mir weh. Warum latschen wir denn ohne Diener durch die Wüste? Ja, weil wir Forscher sind und Entdecker und wir werden berühmt. Denn sieh doch mal, der helle Stern, wie der glänzt, wie der leuchtet. Da wird ein Wunder geschehen. Sieh doch, sieh du lieber mal, sieh doch. Na was denn? Ich bin schon ganz dünn. Ochs! Ochs, könntest du nicht bitte den Stall für mich putzen? Putze? Nö. Mir gefällt's ja so, wie es ist. Ist noch mal dümmer als ich. Da wird nämlich der König geboren, da singen die Engel, da brauchen wir keinen Hirten. Mein letztes Wort, du bleibst bei den Schafen. Nein, Karl, bitte! Manu, ich hätte dem doch so schön die kleinen, zarten Füßchen wärmen können. Nein! Oh nein! Oh Gott! Hilfe! Mann, jetzt kommen nur schnell! Was dann? Die Frau! Was dann? Die küsst jetzt ihr Kind? Nein! Doch! Das Kind war geboren. In all der Aufregung hatte niemand mehr auf Maria und Josef geachtet hinten im Stall und... Das Wunder war geschehen.